Willkommen zum neuen Video. Wir haben Neuigkeiten. Wir haben es ja sehr große Neuigkeiten. Ja, wir haben es ja teilweise schon mal ein bisschen vorangekündigt, aber in anderen Videos. Wir haben ja gesagt, wir wollen aus unserer Wohnung eigentlich raus. Wir wollen was anderes haben, ein bisschen was Größeres. Dringend, Platz. Ja. Und haben ja auch auf Insta jetzt angekündigt, dass wir Neuigkeiten haben demnächst und wahrscheinlich viel Neues kommen wird. Ja, wir haben ein Haus. Nein, doch. Nicht gekauft, aber gemietet. Und Wir haben gerade den Vertrag unterschrieben, haben jetzt einen Schlüssel. Es ist noch viel zu machen vorher. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Wohnungshaustour. Jetzt muss ich auch gar nicht mehr Wohnungstour sagen, ja, weil richtig. Es ist keine Wohnung mehr. Ja, einmal wie es leer steht und dann können wir euch am Ende auch mal zeigen, wie es dann fertig aussieht. Und dazwischen natürlich euch auch mitnehmen, würde ich mal behaupten. Wir haben einen Riesengarten. Spoiler doch nicht alles. Doch. Okay. So, das ist einmal jetzt die Sicht von vorne, von der Straßenseite. Das unten ist einmal das Garagentor. Voll cool. Ja, haben wir jetzt aber keinen Schlüssel für. Können wir euch aber trotzdem von innen gleich alles zeigen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Wie können wir uns erstmal Chips holen? Ja. Nervennahrung. Nervennahrung. Alles zu viel für mich. Ja. Dann auf zur Tür. Na, wir haben hier übrigens überall Treppenlüfte. Die bleiben auch dran. Also, wer es bequem haben möchte und keine Getränke Treppen laufen will. Muss man schon mal nicht mehr tragen. Komm du mal rein in die Jugendstube. Genau, dann haben wir hier einmal einen Flur. Wundert euch nicht, das ist alles noch in Arbeit. Also hier kommt noch ein bisschen was. Liebe rein. Richtig. Genau, also einmal den Flur. Wir haben hier so ein kleines Gäste-WC. Dann kommt auch noch Klodeckel drauf und vermutlich wird das Bad auch mal komplett erneuert, noch nach und nach. Aber genau, machst du mal Licht. Also wir haben keinen Strom. Ein Gästebad. Ich habe Strom. Ich gerade nachgeguckt, hier ist noch gar kein Licht drin. Aber ja. Müssen wir halt alles noch reinbauen. Sind halt noch ein paar Arbeiten zu erledigen. Wir ziehen ja auch noch nicht direkt ein, sondern arbeiten ja erstmal dran. Aber genau. Ja, dann nächstes Zimmer. Praktisch hier rechts, wenn man reinkommt, ist hier einmal, ja, wahrscheinlich Wohnzimmer. Und der LED an dem Schalter. Genau, also der Boden sieht scheiße aus. Ja, also die hatten Teppichboden drüber und die haben alles in das Holz reingenagelt. Wir wollen eigentlich das Holz erhalten, weil eigentlich auch ganz schön, aber da sind 10.000 Löcher drin jetzt. Hier lag ein so eine Platte drauf. Da sind Nägel, da sind Komplettnägel. Und da am Rand sind Komplettnägel. Da, da, ja. Da, deswegen, da. Also das ist schon. Wir versuchen vielleicht erstmal zu gucken, aber wahrscheinlich tauschen wir den im Nachhinein eventuell dann doch aus gegen was Neues, weil. Ja, ich weiß, du magst diese Böden eigentlich, aber es sind halt so viele Löcher halt drin. Cool, aber das ist halt, wenn das irgendwer kaputt macht vorher, das bringt es nicht so. Ja, und dasselbe Problem haben wir jetzt im Zimmer nebenan genauso. Also, das heißt, Zimmer nebenan, das ist halt nur so eine Schiebetüre. Man kann es auch als ein Zimmer benutzen. Ja. Schiebst du schon zu? Guck mal. Ja, komm, Plättchen. Gibt der Schlüssel noch existiert? Keine Ahnung. Also sie geht auf jeden Fall schon mal nicht ganz zu. So irgendwie die Schiene schief. Ja, ansonsten die Heizkörper kommen dann alle wieder dran. Vermutlich gibt es da auch mal komplett neue. Irgendwann, weil das sind momentan Nachtspeicheröfen, die wollen eventuell auch auf Elektro dann umschalten. Das ist Elektro, aber. Ja, aber halt. Wärmepumpe richtig. Aber das kommt dann wahrscheinlich alles nach und nach und jetzt nicht alles auf einmal. So,
So, dann kann man hier auch rauslaufen, wieder zum Flur. Genau. Hier war das Bad. Hier sind wir gerade reingekommen. Da ist die Haustür. Dann wäre hier die Küche. Ja, selbes Problem wie Wohnzimmer. Nice. Wir haben unsere Vermieter zumindest auch schon ein bisschen dran gearbeitet, aber ja. Hier. Musst du jetzt Chips futtern? So ein Hunger. Kannst nicht warten, bis wir daheim sind. Ah. Ja, auf jeden Fall. Hier haben wir schon mal geguckt wegen der Küche. Hier kommt definitiv eine neue Küche dann von uns rein. Ja. Die wollen wir nicht mitnehmen, die wir jetzt in unserer alten Wohnung haben. Das ist ja sowieso nur zusammengestellt, genau. Hier ist auch nochmal so eine Schiebetür drin und so ein Mini-Räumchen für Vorräte sozusagen. Ja. Das Highlight zeigen wir erst gleich, würde ich sagen. Das heben wir uns auf. Irgendwas habe ich gehört. Ja, es ist auch irgendwas angegangen. Wahrscheinlich vorne, ja. Aber wir gehen jetzt noch nicht raus. Wir gehen gleich erst raus. Ja, ist gut. Wir gehen erstmal im Keller oder nach oben? Nach oben. Nach oben. Dann gehen wir einmal wieder aus der Küche raus. Hier ist ebenfalls so ein Treppenlift, wie schon gesagt, draußen angebracht, hier angebracht. Ja, da liegen auch noch die Rauchmelder, glaube ich. Die kommen noch alle dran, das machen die aber. Ja, hier sind nämlich keine. Dann haben wir genauso nochmal eine Tür davor. Eigentlich auch ganz praktisch, wenn wir im Winter vielleicht heizen und die Wärme gar nicht benötigen, dann ja, muss das ja nicht überall sein. Auch hier oben ein Flur. Da kann man bestimmt auch ein bisschen was hinstellen, noch ein Schränkchen oder so. Dann gehen wir hier direkt in das erste Zimmer. Auch relativ groß. Wird wahrscheinlich ein Gästezimmer oder so, wir gucken mal. Und hier hinten noch ein großes Zimmer mit einer Durchgangstür nur. Ja, da wollen wir wahrscheinlich ein kleines Spielzimmer eventuell hinbauen. Beziehungsweise auch unser zukünftiger Drehort, Bastelort und so weiter. Genau, schöner Ausblick. Ja. Man sieht auf jeden Fall viel. Ja. Bisschen ich Überblick. Schöner als Ort. Ja. Also ich meine, wir gucken bei uns ja auch nicht unbedingt, wenn es, ja, weiß ich nicht, Großstadt von... Ja. Hat schon was. Dann gehen wir mal weiter. Hier gegenüber ist auf jeden Fall noch ein Bad. Das ist etwas größere. Mit, ist hier eine Lampe drin? Ja, hier ist immer eine Lampe drin. Schön. Da, also hier wird wahrscheinlich auch mal irgendwann was Neues gemacht. Wobei ich die Farbe eigentlich ganz cool finde. Ja, die ist gar nicht mal beschissen. Ja. Ja, hier ist auf jeden Fall eine Badewanne. Ist schon mal ganz cool, weil... Eigentlich mag ich es halt zu baden und nur eine Dusche. Weiß ich nicht, ob ich das so toll gefunden hätte. Vor allem, wenn wir unsere Sachen waschen, ist eine Badewanne auch praktischer. Ja. Ja, hier neben ist definitiv auch Platz, um mal einen Schrank hinzustellen. Ja. Ist jetzt nicht groß, aber reicht ja. Bad muss ja nicht zwingend groß sein. Solange man geräumiger als bei uns. Den Kopf stößt oder die Tür nicht zukriegt. Richtig. Wieder ein Bad mit Schalter draußen. Geil. Super, um Leute zu ärgern. Hm, haben, glaube ich, gefühlt alle Bäder. Nee. Die neueren wahrscheinlich nicht mehr so. Ja. Und hier ist jetzt noch das Schlafzimmer. Ja. Balkon. Ist auch noch. Hier können wir dann einen Schrank hinstellen. Eine Türe, die ich so noch nie gesehen habe. Ja. Ich kenne das zwar, diesen Hebel hier. Aber dass man die Dame drauf macht. Habt ihr jetzt auch schon einen kleinen Ausblick, wo wir gleich noch hingehen werden? Ein ja, kleiner Spoiler. Ja. Mal grad gucken. Also, ja, ist jetzt kein großer Balkon, aber ganz schön. Ja. Einmal kurz die Nachbarn begrüßt. Mhm. Ja, Geländer ist jetzt, es blättert ab, also wahrscheinlich kann man das irgendwann auch mal erneuern. Ja. Das ist sehr rostig und. Abschleifen, streichen, fertig.
Der Kasten wird oben wieder zugemacht, der ist momentan noch offen, aber Brett ist schon bestellt. Genau, ansonsten haben wir hier auch mal Platz für ein größeres Bett, da gibt es vermutlich auch ein neues. Müssen wir dann mal gucken. Bei dem Boden hier musste man halt mal gucken, wie lange der noch durchhält. So. Ja, generell müssen wir hier mit den Böden gucken. Das ist ja eigentlich. Hier ist auch schon ein bisschen kaputt. Vielen Teile. Also wahrscheinlich gibt es hier dann irgendwie auch Neues. Ich meine, hier ist es auch nicht. Weiß nicht, ob man das abbekommt. Das kriegst du halt, ja. Müssen wir einfach mal gucken. Und dann gibt es eigentlich noch einen Dachboden. Wir kommen halt nur mit der Leiter da hoch. Mal gucken. Soll ich finden? Na, du kannst ruhig. Achso, ja, find du. Da muss ich nicht hochkraxeln. Ich mag diese Leiter nicht. Schönes Geräusch. Es wird noch schöner. Hm. Dann darfst du einmal die Kamera mitnehmen und nach oben kraxeln. Hey. Was denn? Was denn? Kamera nehmen. Nach oben kraxeln. Ja, ich wollte mein Handy nehmen, aber egal. Dann so. Pass auf, dass mein Handy nicht rausfällt. Ach, dann hätte ich doch meins nehmen sollen. Mach mal so und halt da unten gegen. Meine Handyhülle fällt etwas auseinander. Shit happens. So. Dachboden. Oh Gott, diese Treppe, ne? Bringt mich noch um. Und dann vermutlich im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wir haben hier einmal ein tolles Fensterchen. Regal. Mit Taschentüchern. Hier ist ein Regal mit Taschentüchern drin. Ja, hier liegt halt noch Zeug rum. Ja, ist halt nicht so wirklich gut gedämmt hier, aber besser als nichts. Also ich würde behaupten, von der Wärme ist das hier ungefähr so wie in unserer Wohnung. Ja, das war es dann auch schon zum Dachboden. So ein Kamin, der irgendwie zu ist. Also endet da. Und noch ein Kamin, den man theoretisch benutzen könnte. Fast die Treppe runtergeflogen, nochmal gerade so gerettet. Mein Handy ist schon runtergefallen, zum Glück noch ganz. Ja. Ich konnte es ein bisschen abfangen. Ja, mit Licht natürlich besser. So. Hier mal Leberknechte rumhängen. Ja, nee, das muss man halt mal alles wegmachen. So, ja, wir gehen jetzt mal zwei Etagen tiefer. So, ja, das kann man natürlich. Wir können auch dadurch rausgehen, durch den Keller. Kann man auch, aber ich möchte eher was anderes zeigen. Ach so, ja. Ich finde es halt auch lustig, wie ich wollte gerade sagen, wie diese ganzen LED-Dinger sind, aber keine funktionieren. Ich wollte gerade irgendwie anmachen, was ging. Also hier unten wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen dunkler werden. Die Qualität ein wenig schlechter, aber ja. Mach die mal wieder aus. Ja. Eine war drin sowieso. Ja, wobei hier unten sind ja auch Fenster. Krass, du kannst das sogar zumachen. Mhm. Gehst du erstmal vorwärts? Ja. So, dann haben wir hier einmal einen Kellerraum. Ja. Wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen gestrichen und so, aber um Vorräte oder sowas mal hinzustellen, Werkzeugskram, da hängt ein Leberknecht, der gerade da hin und her kraxelt. Am Fenster. Der da? Nee. Der da. Okay. Ja, schöner Ausblick auf dein Auto. Oh wow. So. Ja. Ansonsten ja, kann man hier neben in die Ecke praktisch noch auch irgendwas unterstellen. Da ist ja auch ein bisschen Platz, aber weiß ich gar nicht, ob wir das so groß brauchen, weil hier ist noch ein Raum. Stehen auch schon Schränke. Was denn? Na, ich weiß nicht, ob das jetzt viel bringt. Ein bisschen? Da
Da ist praktisch die Tür raus zum Garten. Genau. Kann man auch gehen. Ja, ein kleines Waschbecken hier unten, das ist definitiv auch nicht verkehrt. Und hier kann man dann Trockner und Waschmaschinen hinstellen. Ja, das kommt hier alles noch neu. Ja, da würde ich hier aber auch alles ein bisschen schöner machen noch, weil... Ja, natürlich. Ich mag es nicht, in solche Keller runterzulaufen, wo so viel an den Wänden hängt. Richtig, richtig. Also das wird... Lass das mal, da sind extrem viele Spinnen im Center. Ah, lecker. Ja, ich würde sagen, hier machen wir sehr viel sauber erstmal. Und vieles noch ein bisschen neuer. Ein Staubsauger ist jetzt weg. Richtig. So, dann der nächste Raum. Und da ist auch das Garagentor, das heißt, hier ist tatsächlich dann das, wo wir unser Auto reinstellen. Eigentlich ganz praktisch, weil man ist direkt im Haus. Man muss nicht außen rumlaufen für Einkäufe. Richtig. Und vermutlich dann noch gar keine Getränkekisten hochschleppen, weil die können wir ja im Nebenraum unterbringen oder auch hier oder wo auch immer. Oder das. Ja, ja. Hier sind auf jeden Fall auch überall Regale an den Wänden. Also da hat Mika auch Platz, um ihre Werkzeuge und sonstige Sachen unterzubringen oder halt Vorräte draufzustellen und keine Ahnung was. Die sind hier halt überall, die bleiben auch so drin. Ja. Ich würde aber sagen, dass die an der Seite wegkommen, weil hier hast du mehr Wand, sag ich mal. Mhm. Da kannst du da definitiv keine Autotür legen. So. Da hast du genug Platz auch, um auszustellen. Richtig. Hinten kannst du ja große hinstellen, kleine vielleicht woanders. Ja, und ansonsten haben wir auch noch zwei Parkplätze draußen vor der Tür und ansonsten an der Straße ist auch überall Platz. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hoch und zeigen euch noch alles draußen. Wir befinden uns jetzt wieder in der Küche. Antonia hat gesagt, ich soll mich hier hinstellen. Richtig, weil du die Türe gleich aufmachen sollst. Ah. Ja. Jetzt kommt nämlich das Schöne eigentlich. Mach mal die Türe auf. Sagen, da kommt ein Fließpad zwischen. Ja. Und zwar haben wir hier einen kleinen Wintergarten. In dem wir aktuell ungefähr 24 Grad haben. 25. Ja. Nicht schlecht. Und dahinter ist der ganze Garten. Klein, wir jetzt bescheiden, aber reicht. Klein. Können wir gleich auch mal durchlaufen. Nicht jetzt? Ja, jetzt. Hopp. Okay. Ja, alles von außen da war einmal. Der Anfang. Ja, da war der Anfang. Das ist die Außenwand. Da sind. Das weiß ich nicht genau. Da sind Wassertanks. Einmal durch den Torbogen durch. Ja, darüber freut sich Mika schon ganz besonders. Sie isst nämlich total gerne Brombeeren. Ja. Und hier sind welche. Also den Garten dann wahrscheinlich auch einmal komplett grunderneuern, weil ja ziemlich viel zugewuchert ist. Aber das ist vermutlich eine große Arbeit für nächstes Jahr. Guck mal, stich mich doch nicht. Die ist schlecht. Die ist matschelig. Sehr, sehr matschelig. Ja. Dann lauf mal vorwärts. Okay. Vorwärts? Rückwärts? Ist mir egal. Auf jeden Fall unsere Hunde dann noch Spaß. Ja, das ist Gartenhaus Nummer 1. Ja, wir wissen noch nicht ganz, was wir damit machen. Da stehen Geräte drin. Das ist. Die Tür kommt definitiv dahin. Ja, das ist irgendwie echt doof gemacht. Das ist eigentlich so ein Sichtschutz und den wollen wir eigentlich wahrscheinlich auch beibehalten. Warum sollte man da die Türe dann hinmachen? Wenn man hier hochläuft. Ja. Wer denkt, dass die Türe nicht da ist? Richtig, also vermutlich ändern wir die Türe mal um oder wie auch immer. Kommt noch eine rein. Ja. Also hier sind einmal Arbeitsgeräte drin für den Garten. Ein paar Rasentrimmer und ja, Heckenscheren, alles mögliche an Zeug auf jeden Fall. Wird für den Anfang erstmal reichen. Nimmst du wieder? Genau, hier muss man sich halt auch mal ein bisschen drum kümmern, aber ja, prinzipiell hier könnte man praktisch noch einen Sichtschutz dann hinsetzen, dass hier dann alles zu ist, dass wir hier so einen privaten
Raum haben, mehr oder weniger. Wir haben schon gedacht, dass wir hier dann so ein bisschen terrassenmäßig was machen und die Gartenhütte dann vielleicht als Barbereich so ein bisschen benutzen, weil die ist eigentlich schon gemacht. Ja. Ein bisschen was zum Hinsetzen. Ja. Hier vorne vielleicht so eine Art Bodenplatte, sage ich mal. Ja. Vielleicht mit so einem Holzüberbau, wo man eventuell Trauben oder was ich ganz cool finde, Kiwis drauf drüber wachsen lassen kann. Wie auch immer. Kann man auch einmal die Tür aufmachen und reingucken. Also hier drinnen sieht es schon deutlich besser auch aus. Also hier ist alles eigentlich neu gemacht. Da kann man definitiv auch gut mal eine Bar reinbauen und abends hier mit Freunden chillen. Tatsächlich liegen hier auch überall Stromleitungen hin. Ja, das ist eigentlich auch ganz gut. Das ist echt cool. Falls man die so weiterverwenden kann, Arbeit gespart, ansonsten einmal neu. Richtig. Ja, und dann haben wir hier nämlich Platz für große Terrasse ein bisschen. Und mein Plan war es eigentlich, so einen Pool irgendwo hier hinzustellen. Mal gucken. Genau, ja. Gucken wir mal nächstes Jahr. Ich meine, wir haben jetzt bald, geht es auf Oktober zu, dass wir hier wahrscheinlich einziehen, da brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr groß den Garten hier zu machen. Ja. Sprich, wird wahrscheinlich eine Arbeit für nächstes Jahr. Da hinten ist noch ein bisschen wildes Gewucher. Ja. Und Ablage für Äste und Kram. Ja, und das wird hier irgendwann alles mal entrümpelt und so. Ich weiß nicht, da hinten stehen auch noch mehrere Tonnen rum. Aber hier wäre auch ein Weg tatsächlich nach draußen aufs Feld. Das könnte man mal wieder frei machen. Ja, ansonsten sind hier einfach nur ganz viele Bäume. Hier sind auch irgendwelche Steckdosen und Leitungen dran. Ja. Miep, miep. Da hängt jemand am Handy. Ja, Entschuldigung. Magst du noch was sagen? Du hattest doch gerade noch was vor. Genau, ganz vorne vor der Gartenhütte, vor diesem Sichtschutz da, hatten wir geplant, entweder links oder links und rechts. Und das? Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn her? Keine Ahnung. Ach, da hat wohl jemand einen Hund. Mhm. Oder Kinder. Wer weiß. Genau, da vorne vor diesem Sichtschutz links gehen wir jetzt einfach hin. Mhm. Da wollten wir eventuell so eine Art Gemüsebeetmäßig was machen. Vielleicht auch rechts noch zusätzlich. Mal gucken. Eventuell auch den Zaun ein bisschen erneuern, weil wir würden unsere Hunde ja schon ganz gerne hier rumlaufen lassen, aber vermutlich kommen die über diesen Zaun drüber. Und genau, dass wir den vielleicht noch ein bisschen erneuern, vielleicht auch mehr oder weniger ein bisschen vorziehen. Ja. Das wäre dann praktisch so dieser Bereich, wo wir hier das Beet hinsetzen können. Gehen jetzt mal nicht vor, weil da die Nachbarn sitzen an der Seite. Aber ja. Noch da? Ja. Dann noch ein Abschlusswörtchen sagen. Ein Abschlusswörtchen. Zusammen. Okay. Dann würden wir sagen, verabschieden wir uns erstmal. Tschu. Wir freuen uns auf jeden Fall mega. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in nächster Zeit auch wieder öfter hier auf unserem Kanal. Hoffentlich. Geben wir mal Updates, haben jetzt endlich wirklich mal einen Drehort, den wir schön gestalten können. Wo wir uns dann auch wirklich mal hinsetzen können, weil bei uns in der Wohnung es war einfach Chaos. Erstens, das war der heißeste Raum. Mhm. Im Sommer mit knapp 40 Grad wollte ich da auch keine Videos drehen. Und vor allem nicht die Türe offen lassen. Nein. Damit es kühl wird, dann wird es überall anders nämlich noch wärmer. Und das war halt auch einfach... Auch wenn du es mal aufgeräumt hast, es war ein paar Tage später einfach wieder zugestellt, weil ich trotzdem nicht wusste, wohin mit allem anderen Raum. Stellraum halt, mäßig. Ja. Und hier werden wir definitiv, denke ich mal, Platz haben. Es wird viel Neues von uns geben. Wir haben hier vor, auch genau ein richtiges, schönes Bastelzimmer ja dann zu haben. Genau. Wo wir dann auch Latex basteln können, wo wir weiter unseren Shop vergrößern können. Links unserem Shop schreibe ich euch mal da unten hin. Kann sein, da dass... Da unten hin. Ja, hier in die Zeile. Ansonsten gibt es auch einen Link in der Videobeschreibung. Kann sein, dass Bestellungen jetzt vielleicht ein bisschen länger dauern als angegeben, einfach weil wir hier dabei sind. Geben uns aber trotzdem Mühe, alles abzuarbeiten. Und falls Sachen dringend sind, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Dann schauen wir, dass es auch zügig fertig wird. Ansonsten, die schönsten Produktbilder haben wir jetzt leider noch nicht. Liegt an der Wohnung. Ja.
Ja. Und daran, dass wir kein Püppchen haben. Ja, also da werden wir demnächst auch was zulegen, dass wir auch schöne Produktbilder haben, damit auch alles schön aussieht. Genau. Ja. Ansonsten würde ich sagen... War es das auch schon? Richtig, schon. Ging ja schnell, tatsächlich. Ja, dann wir hoffen, das Video hat euch gefallen und euch gefällt das Haus auch so wie uns. Ja. Habt ein bisschen Spaß auch dran, uns da auch ein bisschen zu begleiten. Ja, vielleicht kann man ja das eine oder andere auch in schönen Klamotten mal erledigen. Streichen wird es diesmal nicht. Ja, für unsere Follower, die uns ja auch gerne in anderen Klamotten außer Straßenkleidung sehen. Alltagskleidung nennt sich sowas. Ich sag Straßenkleidung, ist okay. Straßentaugliche Kleidung. Ja. Okay. Womit man einkaufen gehen kann. Ja, wie wir letztens irgendwo so schön gehört haben. Mhm, stimmt. Ja, auf jeden Fall dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.